Willkommen zum 16. und letzten Teil meines F1 Challenge Let's Plays. Ich bin heute für euch in Suzuka, Japan. Ja, wir sind auf dem dritten Platz in der Fahrerwertung und auch in der Konstrukteurswertung. Und wir können sagen, dass es eine gute Saison war. Zum Rennen hier, also ich kann da keine wirkliche Prognose geben. In Malaysia haben wir ein Podium geholt, was ich nicht erwartet hätte. Vielleicht ist es auch hier so, aber ich glaube eher nicht. Tja, wir müssen halt sehen. WM wird auch hier entschieden, also Mäkinen ist 5 Punkte hinter Michael. Blick auf die Fahrer. Ah, zur Streckeninfo. So viel zu den Fahrern. Werfen wir nun noch. Suzuka liegt etwa 70 Kilometer südwestlich von Nagoya. Die spektakuläre Strecke besteht aus 2 mittelschnellen Geraden und ist technisch sehr anspruchsvoll. Neben einer Haarnadelkurve erwarten die Fahrer mehrere sehr schnelle 90-Grad-Kurven. Die Strecke gehört dem Honda-Konzern. Da der Kurs in Form einer 8 angelegt ist, gibt es in Suzuka eine Brückenpassage, den sogenannten Crossover. Ja, eine sehr beliebte Strecke. Okay. Mal sehen. Setup ist immer so eine Sache. Ich muss versuchen, was Gutes hinzukriegen. Aber ja. Okay. Die Gänge natürlich kürzer. Okay. Okay, das passt so. Panis geht raus. Okay. Ich versuch mal ein paar Sachen. Mal sehen. Okay, dann zum letzten Qualifying. Michael raus. Aber mit dem wird es sich schwierig zu halten sein, aber mal sehen. Auf jeden Fall muss ich sehr viel lenken. Und ich muss mit dem Gas sehr vorsichtig sein. Also da brauche ich nicht voll einzulenken. Ja, hier ist ein sehr schöner Kerb angebracht. Also die Kerbs sind hier sehr stark. Michael ist schon weit weg. Okay, Top Speed passt in etwa. Also da kann ich voll fahren. Ich bin schon ein bisschen überrascht. Ich muss dann nicht einmal voll einlenken. Ups. Ich muss mich erstmal an die Strecke gewöhnen. Villeneuve ist rausgegangen, glaube ich. Okay, mal sehen. Das hat in etwa gepasst.
Es fühlt sich nicht so schlecht an, aber ich glaube, dass wir schon recht langsam sind. Sehr große Überraschung. Hat auch in etwa gepasst. So, ja, Vollgas ohne Probleme. Die 130 her und die Schikane. Upsala, das war ein bisschen abgekürzt. Ich habe jetzt eine 39. Und Schlage die 43 von Bunnies, glaube ich. Okay, das habe ich versucht, so schnell wie möglich anzufahren. Hat auch in etwa gepasst. Okay, mal sehen. Erste Sektorzeit. Ja, durch hier ist die Linie. Zwei Zehntel langsam. Das habe ich anders erwartet. Muss ich sagen. Also, ich habe die Strecke sehr schön erwischt, also in der Faktor sieht sie nicht viel besser aus. Okay. Mal sehen, wie es im zweiten Sektor aussieht. Immer noch langsamer. Und da bin ich zu weit über den Kerb gefahren. Okay, die Entscheidungsrunde für das letzte Rennen. Ah, 14 zu langsam. Okay, das war solide. Konzentrierung reinbringen, weil sonst fliege ich ab. Es ist eine sehr schwierige Strecke, um ja, wirklich schnell zu fahren. Ich habe eine Viertelsekunde rausgeholt im ersten Sektor. Schlecht jetzt, ich habe die Zeit verloren, glaube ich. Mal sehen. Ja, ja, leider. Ups. Sava. Ja, das habe ich anders gewollt. Und hier ist die Box eingefüllt. Mal die ausprobieren. Nur ja, zur Vorsicht. Vielleicht im Rennen sich was ergeben. Ja, das ist nicht so schwierig. Okay. Ja, ich bin schneller als Jacques, wie
fast die ganze Saison über. Er war, glaube ich, nur bei 2-3 Rennen schneller. Okay, mal sehen. Sechster Platz. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Es war eine sehr schlechte Runde, muss ich sagen. Ralf ist nur 18. schneller. Also, ich meine, Michael ist da schon, ja, 3 Sekunden schneller. Ja. Okay. Dann mal zum Rennen. Und es ist trocken. Also, es wird nichts mit dem Überraschungsrennen. Okay, mal sehen. Gänge passen. Hier passt auch alles. Ich könnte vielleicht mehr Langsperre gehen, aber ich glaube eher nicht. Okay, ja, das passt. Dann mal zum Rennen. Hallo zusammen. Hallo? Okay, das letzte Rennen in dieser Saison. Suzuka. Ralf ist stehen geblieben. Villeneuve zieht neben mir. Da habe ich den Barrichello ein bisschen angeschubst und er mich auch. Und ich habe wieder USB-Disconnects. Ralf ist aus dem Rennen. Er ist nicht einmal losgefahren. Okay, ich bin wieder hinter den beiden. Ups, und falls es so bleibt, ist Michael Meister. Ich meine, wenn der Effekt ihn dann überholt, ist Michael trotzdem Meister, weil es sind, soweit ich weiß, 5 Punkte Unterschied. Ja, Differenz zwischen Platz 1 und 2 sind nur 4 Punkte. Also Michael muss da schon Dritter werden. Und Mika muss da gewinnen. Ja. Das habe ich sehr gut gemeistert. Wie immer. Ich muss jetzt probieren, den zu kriegen. Ich habe dann den Rubens wieder angeschoben. Aber ich sollte den jetzt auf der Geraden kriegen, glaube ich. Ja, das geht ohne Probleme. Okay, also die sind sehr langsam da in der letzten Schikane, bremsen da sehr viel. Und das hat mir den Überholvorgang ermöglicht. Okay, Panis ist an der Box. Ich bin 4 Sekunden hinter Häkkinen. Züge, falls ich den halten kann. Ich hoffe mal, dass ich keine Fehler wie vorher mache. Also, in der Kurve slide ich sehr viel. Und Kota probiert dann bei Keller vorbeizukommen. Zum Glück habe ich mich da jetzt nicht gedreht. Okay. Es ist jetzt die dritte Runde. Und es sieht so aus, als ob ich den Titel geholt. Thank you.
Das wäre nicht sehr überraschend. Aber ja, der kann, falls er Pech hat, noch auswählen. Und dann, ja, geht der Titel an Häkkinen. Barrichello hinter uns, dann Coulthard und ich glaube Villeneuve. Vielleicht wird es so, dass Villeneuve in dem ersten und in dem letzten einen Punkt holt. Oder einen Punkt holt. Ja, ich glaube, dass er noch Sechster ist. Ein Jordan sollte hinter ihm sein. Ein bisschen aggressiv, zu aggressiv vielleicht. Das hat mich fast umgedreht. Häkkinen ist 8 Sekunden vor mir. Okay, ich bin 42,7 gefahren. Was eine relativ gute Runde ist. Barrichello ist dran. Da ich sehr langsam. Hab zu viel gebremst. Okay. Barrichello ist hier irgendwie langsam. Aber hier wird er wieder aufholen. Weil ich hier einfach zu langsam bin. Und Häkkinen ist schon 10 Sekunden vorne. Häkkinen mit der schnellsten Runde und wir gehen auf die letzte Runde dieser Saison. Ich habe mich auch verbessert um eine halbe Sekunde. Da bin ich ein bisschen zu weit rausgekommen. Hat mich Zeit gekostet. Barrichello kann zum Glück nichts machen. Ja, das war jetzt um fast 40 km/h schneller als letzte Runde. Ich hoffe mal, dass ich keine Fehler jetzt mache. Okay, das war echt solide, hatte aber sehr viel Übersteuern. Um die 130 R jetzt. Gut, da probiert es, aber schafft es nicht. Soll es recht sein. Gut, das ist einfach der bessere Fahrer. Und Michael Schumacher ist Weltmeister. Und wir holen den dritten Platz. Und sind auf dem dritten Platz auch in der Wertung. In beiden Wertungen muss man auch erwähnen. Und hat Villeneuve den Punkt geholt, ist jetzt die Frage.
Mal sehen. Mit dem offiziellen Endergebnis Nein, verabschiede ich mich hat er jetzt von einem nicht. fantastischen Rennen hier in Suzuka. Ja, was anderes Michael hätte man Schumacher, auch nicht Erster. erwarten können. Mika Häkkinen, Zweiter. Glückwunsch an Michael. Der BAR-Pilot, Dritter. Ja, der BAR-Pilot. Rubens Barrichello, Vierter. Ja, David Häkkinen war Coulthard, auch sehr gut Fünfter. die ganze Saison über. Damon Hill, Sechster. Und Hill holt wieder einen Punkt für Jordan. Also Glückwunsch auch an Mika. Also der war auch die ganze Saison über sehr stark. Ja, dann mal zur Wertung. So, jetzt wird es höchste Zeit, einen Blick auf den neuen Stand in der Fahrerwertung zu werfen. Schumacher gewinnt die FIA Formel 1 Fahrerweltmeisterschaft 1999. Ja. Michael Schumacher, wie schon gesagt, hat den Titel geholt mit am Ende 9 Punkten Vorsprung. Wir sind 24 hinter Häkkinen und 33 hinter Michael. Rubens ist ja weit abgeschlagen, Coulthard auch. Aber Irvine ist im Vergleich zu Coulthard wieder weit abgeschlagen, deshalb sind die McLaren auch McLaren Weltmeister. gewinnt die FIA Formel 1 Konstrukteursweltmeisterschaft 1999. Ja. 18 Punkte Unterschied. Ist nicht viel, aber falls der Eddie Irvine mal besser fährt, wäre es dann für Ferrari, glaube ich, der Titel. Aber ja, wir sind Dritter hier. Auch Stewart hinter uns, Williams, Jordan und Prost. Und wir haben mehr Punkte als die anderen zusammen. Stewart, Williams, Jordan und Prost haben 60, 64, 66 Punkte und wir haben 82. Also, ich glaube, dass es schon recht stark ist. Villeneuve hat einen Punkt geholt. Ich habe die anderen 81 geholt. Ja, das wäre schon alles für diesen Teil. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Mir auf jeden Fall. 16 interessante Rennen. Wir haben, glaube ich, mehr als erwartet rausgeholt. Ich habe nicht erwartet, dass ich 81 Punkte hole. Ich habe fast die Chance auch gehabt, um den Titel mitzureden, aber am Ende war der Wagen einfach zu schlecht. Ja, ich danke euch, die zugeschaut haben, die geliked haben, die auch abonniert haben. Ich werde jetzt eine Pause machen mit Let's Play. Ich werde vermutlich ein paar R-Factor-Clips hochladen, vielleicht auch ein paar Highlights von den Rennen, die ich in der R-Factor Factory fahre. Und dann vielleicht nach einer gewissen Zeit werde ich mich mit der 2000er Saison befassen. Aber bis dann muss ich halt gucken, was ich mache. Ja, wieder mal danke an euch und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder, was auch immer es wird. Tschüssi!